Hallo, guten Morgen aus Home Sweet Home. Ja, andere kommen hier trotzdem auch in die Ferien, also von dem her. Ja, es ist schlappe 15 Grad kälter als da, wo ich bis jetzt unterwegs war, die letzten 5 Wochen. Ach, was soll ich euch sagen? Eine Reise zu machen, eine so lange Reise zu machen. Hello, guten Morgen. Einfach eine Reise voll getrieben, voll der Intuition, getrieben von Inspiration, ohne auch nur irgendetwas tun oder machen zu müssen, irgendwo hinfahren zu müssen. Das ist schon eine ganz andere Erfahrung. Auch heim zu gehen, ohne heim zu müssen und unterwegs noch anzuhalten. Ich war ja noch eine Nacht am Comosee und habe mich dann langsam hierher bewegt nach Hause und es war alles so leicht. Es war alles so leicht und das Ankommen, es war so leicht und die Garage geht nicht auf, das Garagentor ist kaputt. Mussten das Auto draußen ausladen. Aber es war alles irgendwie so leicht. Es war wirklich unbeschwert. Es ist nach wie vor unbeschwert. Es ist die Waschküche voll Wäsche. Unbeschwert. Es ist alles so leicht. Es kann alles so leicht von der Hand gehen. Es ist nichts zu wollen, es ist nichts zu tun, es ist nichts zu erreichen und es wird doch alles erreicht. Und das ist etwas, was ich nie wieder hergeben möchte. Ein Lebensgefühl dieser Leichtigkeit. Und ich habe lange darauf hingearbeitet, die mich jetzt auch schon eine Weile kennen und verfolgen, die können das vielleicht auch nachvollziehen. Aber sich immer mehr und mehr, ein Stückchen mehr die Erlaubnis zu geben, dass das Leben leicht ist. Obwohl wir im Außen immer wieder sehen können, wenn wir unseren Fokus und unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dass das Leben scheinbar ja doch nicht leicht ist. So viel will einem suggerieren. Es ist schwer, es ist schwierig, es ist gefährlich, ich muss Angst haben, ich muss kontrollieren, ich muss manipulieren. Und wenn ich mehr und mehr weiß, wer ich wirklich bin, als wahrer hundertprozentiger Schöpfer, als wahre hundertprozentige Schöpferin, dann weiß ich, dass es leicht ist, dass es eine Illusion ist, die Schwere, dass Angst eine Illusion ist, dass Gefahr eine Illusion ist, dass Krankheit eine Illusion ist. Und ich habe das früher auch ganz häufig auch gehört oder gelesen, ein Kurs in Wundern und was es noch für Quellen gibt, die sagen, es ist eine Illusion. Aber wenn du nicht genau weißt, wie das Leben funktioniert, wenn du nicht genau weißt, wie du als Schöpfer funktionierst, als absolutes göttliches Wesen im Abbild eines Bewusstseins, das aus purer Liebe heraus erschafft. Wenn du dir das nicht irgendwie vorstellen kannst, kannst du dir eben auch den gegenteiligen Aspekt, dass all das, was so böse ist, all das, was so einschränkend ist, all das, was so bedrohlich ist, dass das tatsächlich eine Illusion ist, die dir die ganze Zeit das Angebot macht, willst du nicht doch deine Göttlichkeit vergessen? Willst du nicht doch glauben, hey, guten Morgen. Ja, dieses Angebot, willst du nicht doch glauben, dass du krank bist? Willst du nicht doch glauben, dass du bedroht bist? Willst du nicht doch glauben, dass du ausgeliefert bist? Willst du nicht doch glauben, dass diese Erde hier ein Ort der Gefahr ist? Und diese Illusion, die versucht sich die ganze Zeit, hallo Mirivet, ja, diese Illusion versucht sich die ganze Zeit in den Vordergrund zu drängen. Und
Ja, ich sehe es mittlerweile einfach wirklich so. Hi, Mon Mon, Maria. Ich sehe es wirklich so mittlerweile, dass wir hier geboren sind, um diese Illusion als wahr anzunehmen, um dann aus unserer innersten Wahrheit heraus wieder zu erkennen, dass das, was wir bis anhin als wahrgenommen haben, eben gar nicht die Wahrheit ist. Das Leben funktioniert nicht so, wie wir es gelernt haben. Und das ist diese geile, geile Herausforderung des Lebens. Und die ist für uns alle gleich. Das ist vielfach, oh, lebe deine Seelenmission oder wie auch immer das genannt wird. Finde deinen Seelenweg. Und ich sage jetzt mittlerweile einfach gut, was ihr alle da mit Seele besprecht. Macht euch mal eure Gedanken, was die Seele denn ist. Was sucht ihr denn in der Seele? Für mich ist die Seele meine göttliche Wahrheit, meine Schöpferwahrheit, das, was ich in Wahrheit wirklich bin. Und zwar das, was mich alles sein lässt. Und das zu erfahren, mehr und mehr. Und das zu wirklich verkörpern, also der Körper durch den Körper zu erfahren, durch das Leben zu erfahren, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu erfahren, sondern nämlich aus der göttlichen Perspektive und nicht mehr aus der Perspektive eines kleinen, ausgelieferten Kindes. Es ist Zeit, erwachsen zu werden, erwachsen. Ja, aufzuwachen zu dem, was ich wirklich bin. Das heißt erwachsen sein. Und wenn ich entscheide, ich bin erwachsen, es gibt ganz tolle Ansätze hier auch in der Religion, was weiß ich, mit Kommunion und Konfirmation und so weiter und so fort. Aber richtig machen tut's halt keiner. Richtig machen, da wird irgendwas gefeiert. Keiner hat eine Ahnung, um was es wirklich geht. Keiner sagt dir, wer du wirklich bist, ja? Alles wird so im Trüben und im Seichten gehandelt. Niemand sagt dir die Wahrheit über dein wahres Sein, über deine wahre Kraft, über das, was du wirklich, wirklich bist. Und du glaubst immer noch, dass irgendetwas, was man mit dir als nicht erwach Sennen gemacht hat, weiter deine Zukunft bestimmen muss. Und hierum geht es, dass wir alle ganz klipp und klar erkennen, dass wir nichts und niemanden ausgeliefert sind. Dass wir alles, jeden einzelnen Cent selber kreieren. Dass wir jede einzelne Beziehung selber kreieren. Dass wir jede einzelne Erfahrung selber kreieren, dass es nichts im Außen gibt, was nicht durch uns kreiert wird. Nur hier zu erwachen und das Leben eines Erwachsenen zu führen, das ist eine ganz klare Entscheidung. Und diese Entscheidung kannst du treffen, aber gleichzeitig brauchst du gute Argumente für deinen konditionierten, gespülten, manipulierten Verstand. Der möchte ganz klar wissen, was läuft, was ist die Wahrheit, wer bin ich wirklich? Dann wird er dich führen, dann wird er dich wirklich führen. Und es ist so genial, das zu erleben und einfach zu wissen, dass wir die Menschen sind, die alles haben, weil sie alles machen. Und es zeigt sich immer wieder mehr und mehr in unserem Programm, die Frau, die alles hat, weil sie alles macht, ist ja die logische Konsequenz, dass sie die Frau ist, die alles hat. Aber gleichzeitig muss sie nicht glauben oder muss der Mensch nicht glauben, dass er alles ist, was man ihm vorgaukelt. Und dass er alles annehmen muss, was ihm vorgegaukelt wird. Lass dir einfach nichts mehr vorgaukeln.
unterscheide. Und genauso geht eben die Heilung. Wenn dir dein Körper vorgaukelt, oh, da ist was im Argen, oh, da ist was im, da ist ein Schmerz, oh, da ist eine Einschränkung. Wenn du nur da weißt, interessant, da will mir mein Körper was vorgaukeln. Ja? Was vorgaukeln? Und wie gehst du mit etwas oder irgendjemandem um, der dir was vorgaukeln will? Der dir irgendeinen Blödsinn wahr machen will, der einfach nicht stimmt. Du steigst doch nicht drauf ein. Du gehst doch nicht dorthin und sagst, oh ja, du hast recht, ich werde sicher krank. Oh, du hast recht, da wird da was ganz Schlimmes passieren mit meinem Körper. Oh, du hast recht, mein Leben ist bedroht. Wenn du weißt, dass all das jeweils etwas ist, was dir vorgaukeln will, dass du eben nicht dieses göttliche, perfekte, wunderbare, gesunde Leben bist, mit diesem perfekten, wunderbaren, gesunden Körper bist, ja, dann steigst du drauf ein, auf diese blöde Story. Aber ich sage zu irgendwelchen Zimperleins oder Schmerzen oder was, da lache ich und sage, ah, willst mir wieder vorgaukeln, dass hier in meinem gesunden, perfekten, göttlichen Körper irgendein Problem herrschen soll? Nee, mit mir nicht. Mir kannst du keine Scheiße erzählen. Es ist absolut unmöglich, denn ich bin ein göttliches Wesen in einem perfekten, 100% perfekten Körper. Und wie sollte da etwas sein, was dem entgegensteht? Das geht nicht. Es ist nicht möglich, dass in meinem perfekten Körper irgendetwas krank oder eingeschränkt oder kaputt oder abgenützt oder alternd sein sollte. Absolut nicht möglich, dass das wahr ist. Weil Göttlichkeit heißt Perfektion. Es heißt Abbild des Göttlichen. Wenn etwas göttlich ist, was ist das Göttliche? Das Göttliche ist absolut 100% Perfektion, uneingeschränkt. Und das bin ich. Und wenn ich das weiß, dass ich das bin, kann hier niemand vorbeilaufen, auch kein Zimperlein und auch kein Quietschen und auch kein Drücken in meinem Körper und mir irgendeinen Bullshit erzählen. Steige ich doch nicht drauf ein. Dann sag ich, ja, netter Versuch. Macht aber nichts. Und lass es sein und geh nicht und renn, wo kommt es her? Oh, was ist das für eine große Verdrohung und muss ich da zu 200 Ärzten gehen und es abklären lassen und. Es entspricht nicht der göttlichen Wahrheit, dass hier etwas kaputt oder fehl ist an meinem Körper oder in meinem Leben, auf meinem Bankkonto, in meinen Beziehungen. Nein. Ha! Kannst jemand anders anlügen? Mir kannst du nichts vormachen. Ich bin jemand, der kann man nichts weiß machen. Ich weiß, ganz in meiner frühen Zeit war ich schon die. Ich war schon immer die, wo ich gesagt habe, was? Warum? Warum haben die Leute das geglaubt? Warum sind die darauf eingestiegen? Warum lassen sich Leute von anderen Leuten irgendwelche Storys erzählen? Irgendwelche Bedingungen reindrücken? Die sie dann erfüllen müssen und denen sie nachhecheln, weil sie glauben, das Leben ist so. Mein innerstes Göttliches hat immer schon gewusst, dass es scheiße ist da draußen. Und ich habe mich gequält, weil ich nicht erwachsen wurde, weil ich nicht wusste, wie ich erwachsen werde. Weil ich immer noch gedacht habe, da gibt es eine Macht außerhalb von mir, die besser weiß, was die Wahrheit ist. Die besser weiß, was Liebe ist, die besser weiß, wie man liebt, die besser weiß, wie man lebt, die besser weiß, womöglich, wie man Mutter ist, ja? Ich habe zwar immer mein Mutterding durchgezogen und die, die meinen Sohn kennen, die wissen, dass das ein wunderbarer, wunderbarer junger Mann ist. Aber auch immer spürend der Fragezeichen der Menschen. Aber die habe ich nur gespürt, weil ich mir nicht erlaubt habe, erwachsen zu werden und selbst zu entscheiden und zu sagen, wie mein Leben ist und dass es gut so ist, dass es perfekt so ist und dass es richtig so ist. Und die größte Qual und der größte Schmerz ist dadurch entstanden, dass ich gezweifelt habe,
dass meine Entscheidungen gut sind, dass ich gezweifelt habe an mir, an meinem Körper, an meinen Entscheidungen, weil andere scheinbar anders gelebt haben. Und jetzt, wo ich erwachsen bin und weiß, dass alles da draußen aus mir entsteht, jeder Sonnenstrahl, jede Blume, nichts gibt es ohne mich. Nichts kann entstehen ohne mich in meinem Leben. Kann ich doch ganz beruhigt sein. Und dann kann ich hier sitzen mit einer vollen Waschküche, mit einem Tisch voll Post und sagen, wow, wie schön, dass ich jetzt zu Hause bin und dass das sich alles wunderbar zu meinem Besten regelt. Herrlich, ich freue mich meines Lebens. Ich freue mich dessen, was ich tue. Ich freue mich dessen, was ich hier in die Welt bringe. Ich freue mich auf diese wunderbaren Frauen in der Frau, die alles hat, die das mehr und mehr verkörpern, die das mehr und mehr für sich wahr und klar machen. Jeden Tag ein Stückchen mehr und jeden Tag ein Stückchen befreiter, jeden Tag ein Stückchen gesünder, jeden Tag ein Stückchen noch fröhlicher. Ja, und es geht jeden Tag noch ein bisschen mehr, weil es ist unendlich. Unsere Kraft, unser Universum, wenn du das so nennen willst, du bist unendlich, du bist ein unendliches Wesen. Und wie lebt es sich als dieses unendliche, uneingeschränkte Wesen? Das gilt es rauszufinden. Und dazu sind wir hier. Und dazu haben wir uns getroffen in die Frau, die alles hat. Und wir versetzen Berge täglich. Da drin versetzt jede Frau für sich in seiner Welt Berge. Alles wird aus dem Weg geräumt, was uns irgendein Blödsinn noch einsuggerieren will, dass irgendetwas falsch oder nicht gut genug an uns ist. Weg mit der Scheiße. Und es macht so viel Spaß. Ja, what's next? Ich weiß es nicht. Bin jetzt hier erstmal noch im Pyjama auf dem Sofa. Freue mich riesig auf die Challenge natürlich, die wir nächste Woche durch euch bereiten. Ich fange am Montag um 10 Uhr live an. Jeden Tag eine andere Mentorin, jedes Mal um 10 Uhr morgens. Die Challenge, wer du wirklich bist. Du kriegst Tipps, Tricks, Perspektiven, Ansichten, dass du wirklich, wirklich spürst, dass dieser Müll, der dir Bedingungen setzt, dass der dir sagt, du musst irgendetwas erfüllen, damit du irgendetwas haben kannst. Oder sein kannst, dass dieser Müll aus deinem Leben verschwinden darf. Ich werde dieses Video jetzt nachher auch noch auf YouTube hochladen. Deswegen, wenn du es auf YouTube siehst, komm in die Facebook-Gruppe Divine Creation. Da wirst du jeden Morgen live das mitbekommen. Und dann kommt diese Challenge, wird Teil von dem Programm Die Frau, die alles hat. Das Programm Die Frau, die alles hat, ist das Hammer-Master-Programm. Da steigst du ein wie auf einen Zug der Transformation und lernst von der ersten Sekunde an zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und kommst raus aus diesem Leben, das dich einschränkt oder vielleicht noch ein bisschen unterdrückt oder gar krank macht. Wir haben so, so tolle Ladies dabei. Ich kann dich nur einladen, steig ein, hol dir deine Mentorin an deine Seite. Und leg einfach los in einem Turbo-Tempo. Und der Preis ist einfach wirklich noch immer so geschenkt. Und solange das so ist, steig ein, lass dich verwöhnen, lass dich tragen, so dass du dich selbst managen kannst. Die Frau, die alles hat, die führt sich selbst. Sie gönnt sich die Hilfe und die Unterstützung. Aber letztendlich weiß sie, dass sie es selbst macht. Sie weiß, dass sie alles selbst macht. Sie weiß, dass sie alles selbst ist. Und dass sie sich alles selbst kreieren kann. Und dass es keine Limits gibt. Und das ist so ein wunderbares Programm. Ich bin so verliebt. Das ist, weil ich alleine hätte das ja gar nicht machen können. Das ist wirklich divine. Es ist ein göttliches Programm. Ja, ihr Lieben, es geht weiter. Wir sind auf Reisen und wir werden auch nie wieder in diesen alten Sumpf zurückkehren und in
Und je mehr und mehr wir schauen, es sind Wunder überall zu kreieren. Ich bin so happy. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich. Du hast es gemacht, ich habe es für mich kreiert. Ihr habt euren Teil für euch kreiert. Jeder hat von uns die Macht und die Kraft, genau dieses geile Leben sich zu kreieren. Wirklich dieses geile Leben zu kreieren. Und ich muss nicht hier und ich muss nicht da und ich muss nicht erst noch so und ich muss nicht erst noch so, sondern ich kann es entscheiden und kann den Bullshit aus dem Weg räumen, der mich da noch behindert. Er ist alles da drin und da drin wird's gelöst. Also, ihr Lieben, happy day!